Was geht ab, meine Z-Fighter, Osiria, und heute im Team-Showcase zu den Super Saiyan 3 Charakteren. Wir werden uns das Ganze sowohl auf der globalen Version ansehen, aber auch auf der japanischen. Denn auf der japanischen Version habe ich den Vorteil, dort habe ich den LR Super Saiyan 3 Goku. Und den können wir dann auch sehen, was er quasi in dem Super Saiyan 3 Team drauf hat. Zumal er sich wirklich sehr, sehr gut und sehr wohl in dem Super Saiyan 3 Team fühlt. Jedenfalls haben wir aber auch auf der japanischen Version den Extreme Z Awakening Super Saiyan 3 Vegeta. Der wird ja früher oder später auch auf Global sein Easy bekommen. Dementsprechend können wir schon mal sehen, was er so drauf hat, sage ich mal. Aber der Leader der Super Saiyan 3 Kategorie ist Super in Super Saiyan 3 Bardock. Seine Stats seht ihr folgendermaßen. Ich habe kein Dupe bei ihm. Er sitzt auf 55% im Dupe-System. Sein Leader-Skill ist folgendermaßen. Der Super Saiyan 3 Kategorie gibt der Kibus 3 auf HP 130%, auf der Angriff und Verteidigung 170%. Oder Super in Charakteren gibt der Kibus 3 HP, Attack und F 90%. Mit seiner Super Attack macht er immense Damage und hat eine Medium-Chance, den Gegner zu sealen. Diese Medium-Chance sind 30%. Die Passive ist folgendermaßen. Attack und F 100%, wenn eine Super Attack startet, und er gibt zusätzlich den Super-Class-Verbündeten auf den Angriff 40%, wenn die HP 70% oder drunter sind. Linkskill haben wir an der Stelle. Super Saiyan sind 10%, Prepare for Battle Key plus 2, Experience Fighters 10%, The First Awaken sind 25%, Over the Flash Key plus 3, Limit Breaking Form. Ja, verstehe nicht, warum dieser Linkskill nicht geändert wird. Es sind 2000 auf den Angriff, wenn er eine Super-Attack startet. Und Fierce Battle 15% auf den Angriff. Kategorie ist er vertreten, Super Saiyan 3, Resurrect Warrior und Pure Saints. Die Sache mit Bardock ist, Freunde, meiner Meinung nach einer der komplettesten Charaktere in Dokkan Battle. Warum? Er hat solide Sets, er hat ein Seal, er macht immense Damage durch die Super Attack, hat ein Seal drauf, eine Chance zu sealen. Er hat einen soliden Angriff und Verteidigungsboost, Attack und 100%, hat einen Support-Aspekt. Wenn die HP 70% drunter sind, sind es 40% für Super-Class-Verbündeten auf den Angriff. 40% sind wirklich viel. Und 70%, das wird nicht selten vorkommen, sage ich mal. Das wird man oft sehen. So ist nicht, aber die Sache ist auch, was man nicht unterschätzen soll, ist wegen der Passive, er bekommt diesen Angriff- und Verteidigungsboost nur dann, wenn er eine Super-Attack startet. Dies wiederum heißt, das wird quasi darauf addiert, auf sein Angriffsset, der auf, als Start of Turn ist. Heißt, wenn dieser Angriffsset durch Support-Aspekt oder so geboostet wird, dann wird das bisschen höheren Boost bekommen, sage ich mal. Ja, Charaktere, die einen Angriffsboost bekommen, wenn die Super-Attack starten, die profitieren ein bisschen mehr davon als Charaktere, die einfach nur at Start of Turn einen Angriffboost haben, weil eben das Ganze erst danach kalkuliert wird, wenn alles am Anfang der Runde berechnet wird, sag ich mal, 6 Angriffe, ja, so mehr oder weniger. Deswegen kommt man bei ihm um die 180%, wenn er quasi sein komplette Passive triggert, ja. Attack 100%, wenn er Super Attack startet, und dann noch quasi, wenn er Support Aspekt mit 40% berechnet wird. Also ihn sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Aber das Brutale und Geniale an ihm ist meiner Meinung nach sein Linkskill-Setup. Sein Linkskill-Setup ist godlike. Wir haben nämlich viele Linkskills, die viel und oft vertreten sind, sei es Logo, Fierce Battle, Super Saiyan, Prepare for Battle. Und das Geniale ist, zusätzlich zu Prepare for Battle hat er Over the Flash. Charaktere, die zusätzlich zu Prepare for Battle, Over the Flash oder Shocking Speed haben, die sind in Sachen Keylink Setup übertrieben gut, denn die können viele Charaktere versorgen. Denn Charaktere, die zum Beispiel Over the Flash nicht haben, beziehungsweise Charaktere, die Over the Flash haben, haben meistens nicht Prepare for Battle oder dasselbe mit Shocking Speed. Und wenn dann ein Charakter herkommt und beides hat, der passt da in vielen Szenarien rein, und deswegen ist er wirklich Linkskill-technisch sehr gut vertreten. Hat dann zudem noch Experience Fighters. Das haben einige Charaktere, die einige wichtige Charaktere, sage ich mal, die in seinen Teams vertreten sind, aber auch The First Awaken, das sind 25%. Also ihn kann man wirklich in vielen Setups testen, was heißt testen, spielen. Und ich finde, overall, er ist da wirklich einer der komplettesten Charaktere. Super Saiyan 3 Bardock sollte man auf jeden Fall nicht abschreiben. Sein Team sieht bei mir folgendermaßen aus, Freunde. Das Team, ja, wenn wir uns die Super Saiyan 3 Charaktere mal ansehen, dann merken wir, da gibt es nicht so viel Auswahl. Das stimmt, man braucht schon die richtigen Charaktere, aber wenn man sie hat, dann haut das Team links und rechts wirklich alles weg. Die Sache ist aber folgendes, wie gesagt, auf JP, wenn wir uns den LR Super Saiyan 3 Goku betrachten und den EZA Strength Vegeta. Ich werde auf jeden Fall Angel Goku mit dreifachen Goku in einer Rotation halten, sind beide bei mir auf 100%. Was war das gerade? Jedenfalls sind beide bei mir auf 100%, und aus der Rotation werde ich halten Super Saiyan 3 Gotenks, obwohl Super Saiyan 3 Gotenks an sich wirklich ein sehr krasser Charakter. Ihr könnt ihn auch ohne Bedenken mit Bardock in einer Rotation halten, so ist nicht. Aber ich habe da Bock, den Broly zu testen. Warum Broly? Ich hätte auch eigentlich, bin ich ehrlich, eigentlich hätte ich das so gemacht, so, dass ich Super Saiyan 3 Bardock in einer Rotation hatte mit dem AGL Super Saiyan Goku, denn Super Saiyan 3 Bardock unterstützt ihn overall durch seine ganzen Transformationen mit Sachen Linkskin. Das hat das Geile, ja. Prepare for Battle hat er, Experience Fighters hat er, dieser AGL Goku verliert dann quasi ab der Super Saiyan 3 Stufe Prepare for Battle, aber Bardock hat dann Over the Flash. Und das ist das Geile. Die Sache ist dann eben aber, nach
diese Super Saiyan 3 Transformation. Er hat dann immer noch Experience Fighters, verliert dann aber ab Gotku Experience Fighters, hat dann aber immer noch Overner Flash und dementsprechend, also die Sache mit, das Problem mit diesem Goku ist, er verliert Prepare for Battle. Das merkt man einfach. Deswegen ist so ein Charakter wie Super Saiyan 3 Bardock einfach übertrieben gut für ihn, weil er Overner Flash mit sich bringt. Ja, deswegen kann man das auf jeden Fall so machen, bei denen in einer Rotation zu spielen. Ich jedoch wollte, ich will diesen Super Saiyan 3 Broly testen. Der hat leider keinen Overner Flash, hat aber dafür Prepare for Battle. Deswegen werden wir ihn in einer Rotation halten mit Super Saiyan 3 Bardock und vorhin Super Saiyan 3 Goku GT Solo so mit reinnehmen als Supporter für die Super Saiyan 3 Charaktere. Hat Overner Flash Logo und gibt jedem Verbündeten 33% auf den Angriff. Dementsprechend wird mein Team folgendermaßen aussehen auf der globalen Version. Auf JP ein bisschen anders, wie gesagt. Wir machen aber erstmal auf der globalen Version ein Dokument, springen dann danach rüber auf die japanische Version. Dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Alles klar, und wir sind im Event von Hitorino, das neueste Event auf der globalen Version. Die Sache ist die folgendes, Freunde. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir unter 70% wären, dann würden die Charaktere beide Boosts natürlich bekommen, ne? 2x40% auf den Angriff. Und das ist halt übertrieben krank, wenn das vortrifft oder wenn das vorkommt. Und dann sage ich mal, LS Super Saiyan 3 Goku jetzt statt Angel Goku drin wäre, der würde auf so krasse Werte kommen. An sich kommt Bardock hier auf 1 Million. Ohne Support-Aspekt, also durch sein eigenes Passive, so Attack 100%, Attack und Defender ultet, wie gesagt. Jetzt bin ich drauf gespannt, wie der das tankt, zumal das erste Angriff ist von Hit, aber 70.000, ja, okay, es geht. Super Saiyan 3 Team an sich, Freunde, wenn ihr das Team habt, das Team kommt schon mit vielen Sachen klar, also so ist nicht. Pff. Angel Goku auf jeden Fall auch eine Maschine. Super Saiyan 3 Team. Ich reden könnte, ich weiß gar nicht, was los ist, sorry. Jedenfalls ist das Team wirklich übertrieben gut. Zumal, man hat da wirklich zwei solide Rotationen. Moment, wie machen wir das jetzt? In der anderen war Angel Goku, ne? Broly kommt in die andere? Ja, Broly kommt in die andere. Ich würde Broly mit dreifachem Bardock gerne mal lassen, deswegen lasse das Ganze mal so. Oh, genau. Ja, Super Saiyan 3 Team, also von Rotation her, ihr könnt auch wirklich zwei Super Saiyan 3 Bardock in einer Rotation spielen. Ja, sei es zum Beispiel ein 2,5, krass. Sei es mal ein Super Saiyan 3 Bardock mit LS Super Saiyan 3 Goku und dann den anderen quasi jetzt mit dreifachen Gotenks zum Beispiel oder Angel Goku, geht auf jeden Fall. Könnt auf jeden Fall alles machen. Jetzt bin ich drauf gespannt, was Broly drauf hat. Warum bin ich so gespannt auf Broly? Freunde, die Sache ist mit Broly, wenn wir uns den mal ansehen. Broly hat auf den Angriff 100% so, bekommt pro Orb, den er einsammelt mit 12% dazu zusätzlich, aber büßt 10% Verteidigung ein. Er bekommt schon viel Schaden, so ist nicht, aber wenn ihr ihn dorthin stellt, wo er quasi keinen Schaden bekommt, dann passt das ja. Dann ist alles in Ordnung. Und der hat einen Dupe bei mir, was für Werte er kommt. 1,79, krass. Mit einem Dupe. Also Super Saiyan 3 Broly ist schon gestört. Problem bei ihm ist, er hat kein Overner Flash, so weißt du, was ich meine, deswegen muss man ihn mit Bardock halten, sag ich mal, die anderen Charaktere haben kein Prepare for Battle, deswegen ist er das Geile an Bardock, ist das, was ich meinte mit seinem Linkskill Setup. Und ihr merkt auch schon wahrscheinlich, in so einem Super Saiyan 3 Team ist es nicht unüblich, dass man mal unter 70% fällt, heißt, dass Bardock dann quasi seinen Support Boost gibt, das passiert schon häufig, so ist nicht. Warum? Ich meine, sie haben soliden Attack und Death Boost, 170%, aber nur 130% HP. Und an sich, die Charaktere sind ja keine Tanks, außer Super Saiyan 3 Vegeta natürlich, ja. Die Super Saiyan 3 Charaktere, die sind kraftvoll, aber büßen noch was ein. Das ist so typisch Super Saiyan 3-like, sag ich mal. Aber jetzt haben wir den Support Boost. Jetzt haben wir den Support Boost von 40%. Jetzt bin ich drauf gespannt, was die Charaktere hier drauf haben werden. Und zwar, schaut mal beim Easy Goku, was bei dem für Zahlen dran stehen. Aber ich bin auf Bardock jetzt gespannt. 1,8. Von 1,1 sind wir auf 1,8 bekommen. Okay, zumal der Friend, der hat einen Dupe drin. Der Friend hat einen Dupe drin. Aber das meinte ich mit diesem separat kalkulieren, Freunde, mit dem Support Boost. Oder wenn ein Charakter eben erst seinen Angriff Boost bekommt, wenn er ultet. Das wird separat kalkuliert. Die haben dann einen kleinen Vorteil dran. Das ist richtig geil auf jeden Fall. Aber das hier könnte wehtun auf der anderen Seite. Das könnte auf der anderen Seite wehtun auf jeden Fall. Deswegen hielen wir uns hier mal. Stellen Bardock ganz nach links. Beziehungsweise. Warte mal. Wenn wir jetzt Broly ganz nach links stellen, okay? Hier hin. Der wird so viel Schaden bekommen. Egal, wir machen es einfach mal. Komm, wir machen es einfach mal. Um zu gucken, was so Broly an Schaden büßt. Weil, ja. Je mehr Orbs einsammelt, desto weniger Verteidigung bekommt er, ne? Man merkt schon, er bekommt viel Schaden. Aber Broly an sich. Pff. Super Saiyan 3 Broly ist schon wirklich eine sehr gute Karte. So ist nicht. Er ist wirklich nicht schlecht. Aber für die heutigen Verhältnisse ist es schmerzhaft, ihm zu spielen. Eben wegen sowas, weil er kaum Verteidigung hat. Damals war es schon, der war ein reines Powerhouse. Der hat wirklich gut Schaden gemacht. Aber
Ihr merkt es, ne? Denn in der heutigen Zeit brauchen wir auf jeden Fall Charaktere, die sowohl offensiv gut sind als auch defensiv. Deswegen wird Super Saiyan 3 Broly. Wurde zwar nicht häufig gespielt, aber mittlerweile wird er auch so nicht häufig gespielt. Man kann natürlich mit dem Spiel, wenn man Just for Fun, ja, deswegen habe ich mitgenommen, auf jeden Fall mal testen und gucken, was er drauf hat. Aber es gibt andere bessere Optionen, sag ich mal. Apropos andere bessere Optionen. Oh mein Gott, jetzt haben wir den Support Boost noch von Bardock. Ich habe mich mal ganz kurz nochmal hoch, weil ich würde gerne die zwei Super Saiyan 3 in einer Rotation stellen. Angel Goku bekommt hier einen Rainbow Orb. Pro Rainbow Orb, den Angel Goku hier einsammelt, bekommt er hier noch quasi 20% auf den Angriff drauf. Er hat schon so 120%. Diese Zahlen, die Zahlen dort zu sehen, die tun so gut. Dann, guck, das ist halt das Gestörte. Bardock, sein Support, also deswegen ist Bardock so komplett. Dieses Support-Aspekt, seine solide Attack und Death Stats, seine Chance zu stunnen, sein Link-Skill-Setup ist übertrieben gut. Ich bin ein wirklich sehr guter Fan oder ein absoluter Fan von Bardock, sag ich mal. Super Saiyan 3 Bardock. Der ist in jeder Hinsicht wirklich gut. Und genau. Ja, ich denke, Hit sollte demnächst down gehen nach dem Angriff von 1,8. Seht ihr das? Das ist gestört. Das ist ohne Dupe. Es sei denn, es ist der Friend. Wenn es der Friend ist, wäre es halt ein Dupe, Freunde. Also der kommt auch ohne Dupe wirklich gut zurecht. Jedenfalls, Freunde, so viel zu auf die globalen Version. Gucken wir uns das Ganze noch auf die japanische Version an. Gut, und auf der japanischen Version sind wir hier auf dem AGL Metal Cooler Event. Ich dachte mir vielleicht mal ein bisschen Abwechslung. Wir waren in den letzten Tagen, glaube ich, oft in dem Event von Broly und Gogeta Blue. Jedenfalls, Freunde, wie gesagt, vom Setup her ein bisschen anders. Wir haben auf jeden Fall den Boy hier am Start. Er ist bei mir EZA Awake, hat aber keinen Dupe. Was ändert sich bei ihm? Er macht natürlich jetzt, ja, was heißt jetzt? Er hat schon davor Immense Damage gemacht, jedenfalls. Und hat natürlich noch seine High Chance zu stun. Aber passive-technisch ändert sich Folgendes. Er hat quasi hier für 10 ganze Runden eine Damage Reduction von 80%. Und wenn der Gegner gestunt ist, bekommt er 120% auf seinen Angriff. Das wird vielleicht nicht allzu oft droppen, aber auch ohne seiner kompletten Passive macht er, beziehungsweise kommt er auf dem Radar auf 1 Million Schaden, wenn er natürlich auf 100% ist. Dann haben wir noch den LR Super Saiyan 3 Goku am Start. Von der LR Super Saiyan 3 Goku fühlt sich in einem Super Saiyan 3 Team auf jeden Fall wohl, weil alle Charaktere oben eine Flash haben. Wäre natürlich cool, wenn sie das alle haben. Jedenfalls ist die Sache aber mit ihm folgendermaßen. Er bekommt oder hat auf die Verteidigung 120% und bekommt nur, wenn er seine Ultra Super Attack macht, 180% auf den Angriff. Aber wenn er diese Ultra Super Attack macht, büßt er 70% von seiner Verteidigung ein. Dementsprechend muss man bei ihm schon aufpassen, wo man ihn hinstellt. Das sollte man auf jeden Fall darauf achten, weil nach seiner Ultra Super Attack könnte er viel Schaden bekommen. So ist es nicht, aber also allzu viel sollte es auch nicht sein, hoffentlich, aber es könnte schon wehtun, sage ich mal. Jedenfalls, Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, Freunde. Und falls ihr auf dem Channel seid und euch das Ganze gefällt, drückt auf den Abo-Button, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Und an sich, by the way, auch euer Support ist gerade wirklich sehr, sehr stark, Freunde. Vielen lieben Dank dafür. Jedenfalls haben wir hier noch einen anderen Charakter, Super Saiyan 3 Gotenks Teen. Das ist ein Dragon Ball Fusion Charakter, sollte das sein, Dragon Ball Fusion Charakter. Den konnte man auf JP summon, die Dragon Ball Fusion Charaktere. Ne, Dragon Ball Heroes, das ist ein Dragon Ball. Ich guck mal gleich nach, da ist ein Stamp dran, bevor ich euch Mist erzähle, ob es Dragon Ball Heroes oder Fusion war. Jedenfalls heißt er Super Saiyan 3 Gotenks Team. Dementsprechend kann man ihn auch mit Super Saiyan 3 Gotenks in einem Team spielen. Ich zeige euch gleich mal, wen ich meine. Wenn er eine Super Attack startet, bekommt er 100% auf den Angriff oder ist sogar Off-Rotation. Oh, das ist schon mal eine sehr gute Rotation für LR Super Saiyan 3 Goku. Hier, den meine ich. Dragon Ball Heroes, tatsächlich, Dragon Ball Heroes war das. Und die Sache mit Dragon Ball Heroes ist ja so, man weiß nicht, ob das auf Global kommt oder nicht. Wir warten drauf natürlich, aber so, ja, lizenztechnisch gibt es noch nicht so viele Neuerungen, außerhalb davon, dass man drauf wartet, dass das Spiel quasi, dieses Nintendo Switch Spiel auch im Westen veröffentlicht wird von Dragon Ball Heroes. Vorerst ist es nur für Japan. Jedenfalls, genau deswegen fühlt sich eben LR Super Saiyan 3 Goku wohl in dem Team, weil bei LR Super Saiyan 3 Goku will man auf die Ultra Super Attack kommen. Jetzt hat Fakt so, wenn man darauf nicht kommt, dann macht er kaum was, also in Sachen Schaden. Er tankt sehr gut, aber es ist halt die Ultra Super Attack und 18 Ki sollte man nicht unterschätzen. Aber eben deswegen, weil er, guck mal, auf 4,1 ohne Dupe, 4,1 ohne Dupe kommt er. Es ist gestört. Aber eben weil wir in einem Super Saiyan 3 Team sind und alle Charaktere oben eine Flash haben, kann man ihn in die Mitte stellen und da hat man gute Chancen, dass er auf die Ultra Super Attack kommt, sage ich mal. Deswegen ist das auf jeden Fall so gut. Und außerhalb davon hat noch Super Saiyan 3 Bardock Experience Fighters für ihn. Das sind 10% auf den Angriff. Denn unser Boy, LR Super Saiyan 3 Goku, er hat ja kein Fierce Battle, sondern Shattering the Limit. Deswegen ist es gut, wenn man ihn mit Super Saiyan 3 Bardock in einer Rotation hält. Die Rotation von gerade eben war auf jeden Fall gut.
denn da hatten wir auch den Support-Aspekt mit am Start von Super Saiyan Goku GT. Hätte noch ein bisschen besser sein können, wenn wir quasi am Anfang der Runde unter 70% wären, sodass dann Bardock seinen 40% in Boost durch die Passive gegeben hätte. Vielleicht kommen wir aber noch drauf. Beziehungsweise kommen wir jetzt, ja, nächste Runde nicht, weil der Super Saiyan 3 Goku GT nicht drin ist, aber an sich wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Also das sollte hoffentlich noch auftreten. Aber, okay, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir halt legit aufpassen. Die Sache ist halt, dieser Super, ja, wenn er nicht auf seine Ultra Super Attack kommt, ups, jetzt habe ich ihn sogar verklickt, aber egal, wir werden eh nicht auf die Ultra Super Attack kommen. Wenn er nicht drauf kommt, dann ist halt GG. Dann ist halt, er macht halt keinen Schaden. Bisschen, er macht schon Schaden, aber nicht den Schaden, den er machen soll. Ihr wisst, was ich meine. Sicherlich. Und auf dieser Phase bei Metal Cooler solltet ihr auf jeden Fall aufpassen, denn der kann, die Phase kann wirklich wehtun. Denn alle Charaktere machen wirklich viel und gut Schaden. Deswegen wollte ich mal einfach hier reingehen als Abwechslung. Und ihr merkt schon, ich habe einen King Yama aktiviert und wir haben 22.000 bekommen. Ich hoffe, ich habe King Yama aktiviert, aber ich glaube schon. Und die Super Deck von Metal Cooler ist so geil. Das Metal Cooler an sich auch ein sehr guter Charakter. Ich habe eigentlich King Yama aktiviert. Bekommt okay, stopp. Jetzt Osaru. Jetzt erzählt zuerst, dass Super Saiyan 3 Bardock seinen Attack und Death Boost bekommt, wenn er ultet. Dementsprechend hatte er das noch nicht am Anfang, weil er noch quasi keine Super Attack gestartet hat. Deswegen haben wir so viel Schaden dennoch bekommen, aber danach, nach der Super Attack, war es ein weniger dann. Okay, man lernt dazu, sag ich mal. Sowas vergisst man auch schnell. Jedenfalls, dreifachen Gotenks sollte man auch auf jeden Fall nicht unterschätzen. Dreifachen Gotenks ist einer der brutalsten Charaktere in Sachen Schaden. Weil Verteidigung hat er kaum, aber Schaden macht er wirklich gut. Alright, dann sind wir hier an der Stelle hier. Wie machen wir das Ganze? Können wir den hier rausnehmen? Die Sache ist nämlich auch die healen sich hier an der Stelle, ne? Die Charaktere, das sollte man nicht vergessen. Jetzt habe ich eigentlich auch Angst, dass ich hier trotzdem Schaden bekomme, obwohl ich meinen Boy 3 von Vegeta habe. Aber Bardock würde eventuell gut Schaden bekommen. Naja, schauen wir einfach. 1,2 Millionen! Waren das 1,2 Millionen? Das waren 1,2 Millionen und der Gegner war nicht gestunt. Da bin ich mir ganz sicher. Aha! Ja, Freunde! Das ist das Brutale an Bardock. Warum 1,2 Millionen? 2,3! Warum 1,2 Millionen? Wegen seinem Bardock seiner Passive 40%, weil wir sind unter 70%. Und wegen dreifachen Goku GT. Das ist das Geile an diesem Bardock. Wenn er unter 70% droppt, sind es 40% für Superclass verbindet. Und da kommt einfach ein EZA Vegeta ohne Dupes, ohne Passive auf 1,2 Millionen. Das ist eben das Geile an diesem Bardock. Deswegen feiere ich Bardock abartig, die Karte an sich, den Charakter an sich Bardock. Und Super Saiyan 3 Bardock ist da wirklich, wirklich willkommen, sehr willkommen. Aber an der nicht willkommen ist, ist dann halt quasi so einer, ne? So ein Dackel, LS Super Saiyan 3 Goku, der einfach nicht auf seine Ultra Super Attack kommen will. Das ist aber, ganz ehrlich, aber es kommt oft vor. So, auch wenn wir in einem Super Saiyan 3 Team sind, wo quasi er oben eine Flash bekommt von beiden Seiten, muss man trotzdem eine gute Anzahl an Ki einsammeln, damit er auf die Ultra Super Attack kommt. Das ist halt Fakt. Und das merkt man. Das merkt man, um Gottes Willen. Aber ja, so ist das mit LR Super Saiyan 3 Goku. Aber jetzt gucken wir mal. Tanken tut er wirklich gut, wenn er nicht auf die Ultra Super Attack kommt. Aber was mit seinem Schaden? 1 Million. Okay, 1 Million können wir auch verkraften. Aber das ist wegen dem Super Saiyan 3 Bardock Passive. Also ich rede LR Super Saiyan 3 Goku nicht schlecht. Beim Respekt ist wirklich ein sehr guter LR. Aber das Setup, das Team muss halt stimmen um ihn herum. Das ist halt, ist halt keine Lüge so. ja. Warum? Ich hau die ganze Zeit gerade Gotenks raus. Ich mach's einfach so. Ihr könnt auch, wie gesagt, Gotenks beruhigt in eine Rotation lassen. Aber ich würde hier gerne einfach mal den Ise-Vegeta zeigen. Ihr seht, der Tank wirklich sehr gut. Aber ohne Dupes natürlich kommt er auf keine Million ohne Passive. Die Sache bei ihm ist, er hat eine High Chance to Sun. Wie könnte man bei ihm im Dupe-System gehen? Man könnte schon quasi darauf hoffen, dass er durch seine erste Super Attack Stunt dann eine Edition Ulti startet, sodass dann. Ah, schade, das wäre wirklich das quasi gute Setup gewesen, aber wir haben unseren Support-Aspekt nicht. Macht nichts. Dann könnte man quasi darauf hoffen, dass er. LR Super Saiyan 3 Goku. Dann könnte man quasi darauf hoffen, dass er eine zweite Edition Attack startet, die eine Super Attack ist, sodass er den Passive Time mitnimmt. Dementsprechend könnte man vielleicht ein bisschen mehr auf Additional Attack gehen, so 14 Crit, 12 Additional Attack. Wenn man das nicht will, kann man auch ruhig auf 20 Crit gehen, 6 Additional Attack. Bei Super Saiyan 3 Bardock kann man auf Crit gehen, 15 Crit, 6 Additional Attack auf jeden Fall. Und genau. Ich sag mal folgendes, in dem Pure Saiyan Team fühlt sich LS Super Saiyan 3 Goku auch sehr, sehr gut mit Majin Vegeta in einer Rotation. Warum?
denn sie haben Over the Flash und Shattering the Limit. Das sind vorab Key plus 5. Das ist übertrieben gut. Und Pure Saints Charaktere haben gute Supporter, sei es Thales, Thora, Physisch, Bardock, die auch Key geben und so weiter und so fort. Und seit neuestem Paragus natürlich. Da fühlt sich auch solide. Das Ding ist halt, Pure Saints Angriffsboost ist nur 130%. Das wissen wir. Anyway, dann gucken wir uns das. Ah, jetzt würde ich eigentlich gerne. Ja, wir müssen da wirklich aufpassen. Ihr merkt schon, das ist ein cooles Event, sollte man vielleicht nicht so unterschätzen. Das ist schon ein schwieriges Event auf jeden Fall. Allzu leicht ist es nicht. Aber Freunde, was hattet ihr von dem Super Saiyan 3 Team? Spielt ihr auch oft mit dem Super Saiyan 3 Team? Seid ihr damit in der Lage? Ganz ehrlich, das Team ist echt gut. Ihr merkt auch schon, sie büßen schon was ein. Also sie bekommen schon gut Schaden, so ist es nicht. Oh, nice dann. Oh, perfekt das dann. Aber wenn man mindestens Super Saiyan 3 Vegeta drin hat, dann ist halt eine Rotation, in der man gar keinen Schaden bekommt, wenn man ihn in einer Rotation hält. Okay, der Friend hat Side Use. Und an sich, vor allem Super Saiyan 3 Bardock, den muss echt gut reden. Er ist wirklich so eine gute Unit, Freunde. Dementsprechend macht auch das Schlusswort mit seinem Hollywood-like, ja, Super Attack Animation. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt den Ganzen auf jeden Fall ein Like, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be.